Hallöchen alle. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Snap Fitness, wie wir es euch gestern erzählt haben. Wir machen erstmal Probetraining. Wir haben uns leider gestern beide übertriebenen Sonnenbrand eingeholt, bekommen. Und ja, dann seht ihr hier, ist echt krass, obwohl es eigentlich den ganzen Tag relativ bewölkt war gestern. Aber naja, Sonne ist wohl echt aggressiv hier. Falls ihr mal so richtig hart chillen wollt, würde ich euch auf jeden Fall die Chill Coffee Lounge empfehlen. Keine chillt so hart wie die da. Also sind jetzt in diesem Snap Fitness, haben sogar 3 Tage statt nur einen Tag Probetraining bekommen. Und ist ein ganz cooles Fitnessstudio. Und die Gewichte sind ganz cool hier. Gehen sie mal höher als 40. Und ja, was lustig ist auf jeden Fall, dass die Leute hier genauso scheiße trainieren wie in Deutschland. Das erinnert mich an zu Hause. Wir waren jetzt im Gym, wir suchen noch einen kurzen Kaffee und dann ziehen wir weiter. Sieht ganz cool aus hier. Wir laufen jetzt gerade nochmal zum Coles mit unserem Kaffee und Eiskaffee. Und je nachdem, ob wir jetzt da Geld abheben können, so viel. Beziehungsweise ich will mal im Internet gucken, ob ich auch mit Karte bezahlen kann, einfach da, und ob ich dann da irgendwelche Steuern... Sorry, die kriegt die ganze Zeit Stromschläge von mir. Nee, also ich muss gucken, ob ich mit Karte bezahlen kann oder ob wir es bar machen. Aber ich will erstmal im Internet gucken. Achso, nee, Dollar. Ich muss noch 3.200 abheben, ne? Ja. Oh. Ich kann nur... 3.000. Das geht nicht. Cool, geht nicht. Also müssen wir woanders abheben. So, also nachdem das heute dann irgendwie alles nicht funktioniert hat, wie es funktionieren sollte, und wir jetzt immer noch kein Auto haben, die Hälfte jetzt auch bezahlt ist. Aber ja, also wir holen es morgen ab, das Auto, bezahlen die andere Hälfte. Wir hatten dann ein paar Probleme mit Alinas Kreditkarte, aber naja, die sind jetzt auch gelöst soweit, beziehungsweise heißt gelöst. Wir haben das Geld jetzt anders bekommen und ja, nach der Lösung müssen wir nochmal gucken dann. Aber ja, wir haben jetzt eben gerade gegessen, war ziemlich geil. Und hier die spült gerade. Ja, die alte Spülfest. Und ja, also heute war jetzt nicht besonders viel, wir haben halt ein bisschen gechillt, haben uns ziemlich geärgert, dass wir das Auto jetzt heute nicht mitnehmen konnten. Aber ja, morgen holen wir es und dann denke ich mal, wird es morgen auch wieder interessanter, und dann wünschen wir euch noch, je nachdem wann ihr das Video guckt, einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen Resttag, was auch immer. Ciao.